Welchen Vortrag halten Sie heute hier für uns? Ja, mein Vortrag heute ist zu dem Thema Marketing und Online-Marketing, die Verbindung von Online-Marketing zu Marketing und zwischen Marketing und Online-Marketing. Weil mein Credo ist, ich glaube, man kann nur gutes Online-Marketing und nur gutes Social Media in Zukunft machen, wenn man die Basics des Marketing mit einbezieht. Also Marketing ist immer das Fundament. Und dann muss man das Marketing halt neu aufladen, jetzt über die neuen Medien etc. etc. Aber ohne gutes Fundament wird das andere auch nicht klappen. Das heißt, das hat dann auch mit gutem Content und mit guten Inhalten zu tun und einfach nur irgendwas sozusagen zu verbreiten, ist Ihrer Meinung sinnlos? Also, das ist gut gesagt. Also ich glaube, sagen wir mal, ein schlechtes Produkt, eine schlechte Idee, eine schlechte Dienstleistung, die richtig scheiße ist, die wird nicht deswegen besser, nur weil ich sie online verbreite. Ja, also das ist meine Grundüberlegung oder meine Grundüberzeugung dazu. Und ich glaube halt, das Wichtigste ist, egal ob man eine Idee verkauft, ob man ein Produkt verkauft, eine Dienstleistung oder was auch immer, man sollte sich eigentlich überlegen oder man sollte den Kunden in den Fokus stellen. Man sollte sich überlegen, was will denn, wer ist mein potenzieller, mein wahrscheinlicher Kunde, wer ist das? Wer wird mein Leser sein, wer wird mein Hörer sein, wer wird meine Filme auf YouTube anschauen, wer wird mich klicken und sharen bei Facebook? Was sind das für Leute und welche Fragen stellen die? Also ich glaube, dass die meisten das alles viel zu komplex machen. Ja? Und meinen Studenten erzähle ich immer, denkt einfach dran, die Menschen stellen Fragen. Also die Menschen haben irgendein Problem. Die Menschen haben ein Bedürfnis. Ja, sie haben irgendwas. Irgendein Ereignis hat dazu geführt, dass sie jetzt irgendwie sich unwohl fühlen. Und jetzt gehen sie auf die Suche. Das ist auch die Stärke meines Erachtens des Online-Marketing, weil ich jetzt das erste Mal praktisch diese Fragen ja in Echtzeit oder in Realtime aus dem Internet, weil jeder von uns hinterlässt ja eine digitale Spur, wenn du jetzt eine Frage stellst bei Google oder bei einem anderen Suchsystem, oder auch reinsprichst jetzt mit Siri oder mit Google, dann willst du irgendwas wissen. Und das meine ich einfach mit Problem, mit Kittel-Brenn-Faktor. Und als Psychologe würde ich sagen, das sind die Motive des Menschen. Und darum, egal ob ich jetzt online oder offline in die Welt ziehe als Marketing-Mensch, am Schluss will ich ja doch immer irgendetwas verkaufen. Und wenn ich eben weiß vorher, was sind die Fragen meiner Kunden, wo drückt der Schuh, wo wollen sie jetzt eine Hilfe haben, und wenn ich mir das im Vorfeld überlege, dann kann ich natürlich auf meiner Webseite, in meinem YouTube-Film, auf meinem Facebook-Channel, in meinen Prospekten, auf meiner Webseite als digitale Heimat, das sind für mich alles Ersatzgespräche, die ich führe. Und da kann ich natürlich dann die richtigen Antworten den Menschen geben. Und wir haben es ja gesehen heute bei dieser Veranstaltung, dass eben auch viel so Livestreaming passiert. Und ich glaube auch, dass das eben das Online-Marketing in Zukunft schneller wird. Schneller dahingehend, dass man eben diesen Dialog mit dem Kunden, welche Fragen stellt er, welche Antworten, dass das eben nicht nur aus der Dose in Zukunft kommt, sondern dass viel mehr live passiert, ad hoc. Und das setzt aber jetzt aus Sicht des Marketing natürlich voraus, dass ich extrem viel wissen muss über meine Zielgruppe und dass ich eigentlich Marktforschung machen muss, dass ich Motivforschung machen muss und dass ich wirklich weiß, was willst du, was fühlst du, was denkst du, und wenn sich die Welt jetzt so und so ändert, was heißt das jetzt für dich und wo kann ich dir helfen? Also ich muss mir immer überlegen, ich will ja was verkaufen. Also ich bin Marketingmensch und ich will was verkaufen. Wenn Sie das so sagen, vor allem auch Online-Marketing, wo geht denn da so der Trend hin? Was machen denn viele Kunden gerne? Haben Sie da so einen gewissen Trend, der sich abzeichnet? Also ich glaube, was die Kunden machen und was sie machen sollten, ist noch ein himmelweiter Unterschied. Also wir reden alle über digitale Transformation, über disruptive Techniken etc. etc. Und viele aus unserer Branche sind schon viel, viel, viel weiter als der normale Marketingmensch, Vertriebsleiter oder Marketingleiter in einem mittelständischen oder auch in einem größeren Unternehmen. Ich glaube, viele sind in dieser Welt noch gar nicht angekommen. Die Ausreden sind immer, das funktioniert bei uns nicht, das ist nicht unsere Zielgruppe, das haben wir noch nie so gemacht und Social Media schon gleich gar nicht. Das ist nur für die jungen Leute, die dann vielleicht irgendwie ein iPhone haben, dann sind sie sicher geeignet für Facebook. Also da ist noch sehr, sehr viel Unwissenheit in den Köpfen. Aber der Trend, glaube ich, in Zukunft wird immer mehr mobile sein. Wir werden immer mehr Artificial Intelligence haben. Die Maschinen werden immer intelligenter. Und was sich verändern wird, ist auch die Art und Weise, wie wir mit Portalen, wie wir mit Suchsystemen sprechen. Also Google ist ja nur eine von vielen, vielen Suchmaschinen. Jeder sagt dann gleich mal, wir müssen bei Google ranken. Google ist die beste Suchmaschine generalistisch.
Aber sagen wir, für spezielle Fragen gibt es eben andere, die nicht horizontal, sondern vertikal sind. Und ich glaube, mein Freund Karl Gratz, ein recht erfahrener Online-Marketing-Experte, der hat herausgefunden, dass es nur in Deutschland allein 120.000 Suchsysteme gibt, die relevant sind. Also das heißt, ich glaube, die Zukunft wird sein für eine Unternehmung, für ein Unternehmen. Wie ist es stets um unsere Findbarkeit? Sind wir überhaupt findbar im Internet? Und nach was suchen die Menschen eigentlich? Und da bin ich wieder bei meiner Motivforschung als Psychologe, dass ich sage, ich muss erstmal, die Firmen müssen erstmal herausfinden, was wollen die Menschen, wo drückt der Schuh, welches Ereignis hat zu diesem Unwohlsein geführt. Und dann kann ich entsprechende Produkte schaffen, oder erst dann kann ich diese Produkte schaffen und dann weiß ich auch, wie ich mit diesen Zielpersonen kommunizieren muss, weil ich muss mich ja dann als Anbieter auf deren Customer Touchpoints einrichten und auf deren Sprache. Entsprechendes Problemlösungskonzept, also so wie das eigentlich sein soll. Genau. Wenn man jetzt sieht, diese ganzen Möglichkeiten sind irgendwo gegeben, ist das nicht irgendwo letztendlich dann aber auch für den Kunden ein bisschen verwirrend? Muss man da nicht einfach auch erstmal klären und sagen, okay, wir planen das irgendwie, wie geben Sie dann einen Leitfaden an die Hand? Weil der Kunde hat ja vielleicht auch selber Ideen mittlerweile, klar, jeder hört, jeder liest in allen möglichen Technikmagazinen, man ist heutzutage ja sowieso durchs Internet überall und nirgendwo und da gibt es ja dann bestimmt auch oft Kunden, die selber schon Ideen haben, wo sie dann vielleicht sagen, Moment, langsam. Also ich glaube, man spricht ja immer von Reizüberflutung. Also als Werbepsychologe weiß ich, alle sagen, wir dürfen den Kunden nicht überlasten, der ist eh so reizüberflutet. Ich glaube aber nicht, dass der Kunde reizüberflutet ist, weil der Kunde einfach über selektive Wahrnehmung trennt, was ihn interessiert und was ihn momentan nicht interessiert. Den Rest blendet er aus. Das große Problem, das ist das, was du angesprochen hast, das haben die Werbeleiter, die Marketingleiter, die Vertriebsleiter, die jetzt rundherum tausend Tools zur Hand haben, wie wir schon gesagt haben, Social Media, Online-Marketing, Direktmarketing, was es auch alles gibt. Und gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wie einsetzen sollen. Vorhin haben wir über Snapchat gesprochen, dann haben wir über Facebook gesprochen und. Denken Sie nicht, dass das dann manchmal auch zu so einem bisschen unkontrollierten Einsatz führt? Also ich glaube, das ist dann einfach, ich sehe es ja, wie Studenten dann irgendwo eingestellt werden als Werkstudenten, da sagt man, wir bräuchten jetzt jemanden für die Social-Media-Abteilung, haben Sie ein iPhone? Ich übertreibe jetzt, ja, ich habe ein iPhone, Sie haben ein iPhone, sind jung, wir stellen Sie ein. Also das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Aber ich glaube, das ist eine ganz einfache Antwort auf das, um in dieser ganzen Medienexplosion, wo die Marketingmenschen darunter leiden, glaube ich, man muss sich wieder zurückbesinnen als Mensch. Und was sich nicht ändert, das ist so meine Prämisse als Werbepsychologe, was sich nicht ändert, ist, wie die Menschen entscheiden und wie die Menschen wahrnehmen. Also du kannst bewusst wahrnehmen, du kannst teilbewusst wahrnehmen, du kannst peripher wahrnehmen und das meiste nimmst du sogar unbewusst wahr und entscheidest dann. Das heißt, wenn ich jetzt über die Wahrnehmung kommen und sage, im Zeitpunkt des Werbemittelkontaktes, jetzt im Moment, wie wird er denn meinen Reiz, mein Gespräch verarbeiten, bewusst oder rauscht es peripher an ihm vorbei? Und das ist abhängig von dem Konstrukt Involvement. Involvement heißt die Zugeneigtheit zu einem Thema. Du interessierst dich für was, also hast du schon immer die Ohren offen. Das heißt, da brauche ich gar nicht mehr so laut dröhnen. Du wirst mir zuhören, weil es dich interessiert. Und das ist genau das, was ein großer Bereich des Online-Marketings ja macht, über Suchmaschinen-Marketing, über SEO, über SEA, dass er eben sagt, hey, da ist jemand, der ist high involviert, der interessiert sich. Also den kann ich schon mal schön kanalisieren. Und dann habe ich schon mal einen Punkt, wo ich den Unternehmen sagen kann, Leute, die sich für euer Produkt oder für die Warengruppe von euch interessieren. Die interessieren sich ja schon. Jetzt ist eure Aufgabe, müsst ihr eigentlich nur noch zu euch kanalisieren. Und dann gibt es den großen Bereich von Leuten, die vielleicht interessiert sind, aber die noch nicht zur Tat schreiten. Und da muss ich halt über Selektion schauen, wo sitzen die, wo finde ich die und wie kann ich die in Dialog verwickeln. Und dann wird es eine ganz, ganz große Bandbreite geben von Menschen, die low involviert sind, die kein Interesse haben. Und da kann ich jetzt entweder über Aktivierung gehen, über Impact, über starken Impact, kann ich wachrütteln, kann sagen, hey, jetzt kauft doch endlich mal mein Produkt, jetzt habe ich die schon mal fünfmal angesprochen, kauf doch endlich, kauf du Sau! Das ist das so, was da immer so ins Feld geführt wird, das ist Impact, das ist Aktivierung. Oder ich sage, hey, der hat kein Interesse, schrei nicht so an, geht lieber die vierte Strategie, sei leise, weil wir wissen ja, wenn er dann da eher in dem peripheren, unbewussten Bereich ist, dann ist er unkritisch und dann komm lieber über Nieselregen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann hast du gelernt, nach einem Vierteljahr, Karglas repariert und tauscht aus. Und du kannst sogar die Melodie singen. Und das ist das, was ich erreiche. Das ist Vorprägen, das ist Branding. Das ist eigentlich das, was ihr als Fernsehleute die letzten 30 Jahre gemacht habt. Eine Frau, die zu Hause sitzt, die euch nicht bewusst zuhört, sondern die peripher
die Waschmittelwerbung mitkriegt, so doof ist die ja nicht, die sitzt sich nicht hin und sagt, leise, Tür zu, Musik aus, wir hören jetzt diesen von Miele oder von Dingsbums, das schaue ich mir jetzt an, sondern nee, es dudelt halt nette Menschen, gute Musik, dudelt so daneben. Ja, und deswegen glaube ich, wenn man über das Involvement steuert, wird das alles ganz, ganz einfach. Social Media wird einfach, alles wird einfach.